Hallo meine Lieben, hier ist nochmal Sabine. Heute gilt mein Respekt und mein Beileid den Menschen mit Kindern. Also nicht wegen der Kinder, ne? Kinder sind eine tolle Sache. Ich wollte zwar nie welche, der Willi zum Glück auch nicht, ne? Deshalb passt das auch ganz gut. Und bei uns liegt das auch in der Familie. Meine Mutter wollte auch keine Kinder und dann war plötzlich ich da, nicht? Machte aber nichts weiter, nicht? Also ich habe trotzdem tolle Kindheit, verwöhntes Einzelkind und so, alles gut. Aber wie gesagt, diese Sache mit den Kindern wird ja auch immer komplizierter, nicht? Also früher musste man den Kindern ja schon so ein paar Sachen erklären, aber da ging das ja noch einfach, nicht? Da hattest du mit den Bienen und den Blumen, ist ja eigentlich ganz einfach, nicht? Da kommt so eine Biene, sagt, ach, die Blume, da finde ich aber dufte, bestäubt sie und diese Blume bekommt dann ganz viele Blumen. Das Problem bei der Geschichte war natürlich damals auch schon, dass, wo kommen denn die Bienen her? Nicht? Also, weil so eine Blume kann ja nur Blumen bekommen und keine Bienen. Nicht? Aber wie gesagt, das konnte man so ein bisschen beiseite schieben, das war halt nicht ganz so tragisch. Man hatte das Grunddingens erstmal erklärt. Nicht? Dann kam es aber das nächste, Bienen können auch mit Bienen und Blumen mit Blumen. Nicht? Und da fragte man sich, wer bestäubt da wen? Aber da ging auch noch, da konnte man zur Not mal kurz tauschen oder man hat sich den Staub halt irgendwo gekauft und dann ging das auch. Nicht? Aber jetzt ist es ja völlig aus dem Ruder gelaufen. Nicht? Also da komme ich einfach gar nicht mehr hinterher. Jetzt gibt es mittlerweile Blumen, die keine Blumen mehr sein wollen, sondern lieber Bienen. Und Bienen, die keine Bienen mehr sein wollen, sondern lieber Blumen. Also zu bestäubende ist jetzt Neudeutsch. Nicht? Also wer bestäubt da wen? Nicht? Also das ist ja kompliziert, weil die Biene könnte ja eigentlich bestäuben, will aber nicht. Nicht? Die Blume möchte gerne bestäuben, kann aber nicht. Nicht? Und dann gibt es ja noch die Bienen, die keine Bienen mehr sein wollen und auch deshalb keinen Stachel mehr haben. Die können dann weder bestäubt werden noch bestäuben. Und die Blumen ja nur auch nicht, nicht. Also weil die haben ja den Stachel nicht. Ne? Das sind ja nur Blumen. Und da frage ich mich, ja, wie soll man Kindern das irgendwie erklären, wie das irgendwie funktionieren soll. Nicht? Das ist ja, und dann kommen ja noch dazu, das ist ja noch nicht mal alles, dann kommen ja noch die Bienen die irgendwie und die Blumen, die im Kontinuum sind. Also wo es dann irgendwas gibt, wo man gar nicht genau weiß, irgendwas auf dem Weg zwischen Bienen und Blume. Ich weiß gar nicht, wie man das denn nennen könnte, irgendwie ja, Blime oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls, also dazwischen, das gibt ja ganz viele Abstufungen noch, da weiß man ja gar nicht mehr, wie das dann funktionieren soll. Nicht? Also ich bin ja mal gespannt, wie das so weitergeht und wie gesagt, da gilt mein größter Respekt irgendwie den Eltern, die den Kindern das erklären müssen jetzt. Bienen und Blumen, die keine Blumen mehr sein wollen, Bienen, die keine Bienen mehr sein wollen, Bienen, die noch einen Stachel haben, aber trotzdem keine Bienen mehr sind, Blumen, die gerne einen Stachel hätten, aber keinen bekommen oder doch dann einen haben und dann Bienen sind, aber eigentlich noch Blumen. Das ist ja wirklich, da dreht man ja durch. Nicht? Also wie gesagt, größter Respekt, ne? Ich habe ja Pädagogik studiert, ne? Aber das würde mir da auch nicht helfen, nicht? Also das würde mir nicht helfen bei dieser Erklärung und da würde ich, glaube ich, verzweifeln. Deshalb meinen allerhöchsten Respekt und ich trinke auf euch, nicht? Und ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag.